Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Imperion Galactic Survival. Ich bin der Onkel und wieder mit am Start der Kabax. Jo, hallo Leute. Ja, und wir wollen heute jagen gehen. Also ich, du machst bestimmt weiter, oder gehst du mit jagen, oder? Nee, geh mal alleine, ja. Ich muss hier immer noch ein Problem lösen. Du hast es doch gefressen. Genau, richtig. Okay, dann gehe ich mal hier so schnell in die Kiste. Ach, ich mach immer, ich muss den Knopf verlegen. Ich werde Was jetzt, machst du immer? Jetzt habe ich dich rausgebracht. Was mache ich immer? Du drückst den falschen Knopf. Genau, jedes Mal drücke ich hier, mache ich hier alles aus. Ach so, ah ja, okay, verstehe. So, ich werde hier das alles. Ich muss raus. Hier versuchen, mal diesen Raumgleiter weiterzubauen. Und ich räume jetzt hier alles raus, dass ich richtig viel jagen kann. Okay. Munition, oder was? Alles. Alles. Meine ganzen Baumaterialien und so. Ach Mensch. Ich muss diesen Knopf umlegen. Ich lege jetzt mal ganz kurz. Ich mache das jetzt gleich mal. Ich lege diesen Knopf jetzt mal um. Das ist mir jetzt gerade Wurst. Okay. Ob ihr dabei seid, aber auf jeden Fall. Ich kann nicht andauernd mit F das Ding ausschalten. Das funktioniert nicht. Dann schalte ich jedes Mal den Strom ab. F ist Taschenlampe. Was? F ja. Ist normaler. Bitte? Nee, was ist dann Y? Keine Ahnung. Ach, mit F schalte ich bloß die Lampen aus. Ach, okay. Ist ja geil. Okay, na dann ist ja nicht schlimm. Ja, na dann. So mache ich aus und so mache ich alles aus. Wahnsinn. Gabaxen Stromklauen. Ach. Ich... Nein. Doch. Wie man gemerkt hat, dass du Schwierigkeiten hattest mit deiner Stimme. Na, dann mach ich lieber nein. Das geht besser. Genau. Ach, Mann. So. Nein. Gut, ich werde jetzt mal noch ein paar Rosinen. Ich werde jetzt mal noch ein paar Kugeln herstellen. Rosinen. Kugeln. Ich habe mich versprochen. Entschuldigen Sie bitte. Nein, ist nicht angenommen. Die sehen ja fast aus wie Rosinen. Bisschen länger, aber ist egal. Ja, komm schon, dann schneller. Ich gehe, glaube ich, erstmal. Warum sehen die Richtungsdüsen auf einmal anders aus? Oder bilde ich mir das ein? Nee, tatsächlich, doch. Bleiben. Sind gleich. Dachte gerade. Meine Güte. So, zack. Jetzt haben wir zwei Richtungsdüsen gebaut. Na komm schon. Na komm schon. Na komm schon. Na komm schon, na komm schon. Dinger. Die sehen da ganz komisch aus. Hä? Ich dachte, das sind. Walls. Okay. Interessant. Nee. Zack. Aber. So, jetzt haben wir. Können wir die abbauen da? So, würde ich sagen. Und haben wir zur Not auch eine. Ja. So viel zum Thema, wir gehen jagen. Warum? Bist du immer noch nicht am Jagen? Nein, weil ich gerade noch Munition herstelle. Ja. So, unten haben wir auch eine, da machen wir die dran. Dann setze ich jetzt, wo setze ich das denn hin? War ein Passagiersitz für die Passagiere. Also den werten Herr Onkel und der werte Herr, wenn er denn da ist, die Warnung. Soll ich dich da kaputt hauen hören? Oder das passt am besten. Komm ich nicht. Ich das jetzt hin? Hallo? Warum geht das nicht? Wie sind wir denn jetzt hier? So. Wo kann man hier anfangen mit dem. Müssen ein bisschen Platz lassen, ne? Das ist. Soll auch gut aussehen. Sah seltsam aus, aber. Ist funktional. Lalala. Dann machen wir denn die Breite. 1, 2, 3, 4, machen wir 5, oder? 5, 5? Keine Ahnung. Oder willst du eine riesen Landefläche haben? Ja, pff. So dass es halt raufpasst, ne? Na gut, komm, wir machen mal 6, weil ich ja nach diesen. Nee, 5, da gibt es dann wenigstens eine Mitte.
Düse auf jeden Fall hin. So, dann machen wir das. Nee, Stefan, wir müssen das anders machen. Eins, ja, zwei, so. Genau, so muss es sein. Machen wir auf der anderen Seite genauso. Ich hab doch gerade, ich hab doch gerade. Dann hier noch. Na. Also, ich muss dazugeben, ich bin eigentlich ein guter Bauer. Also, ich bin einer, der zum Beispiel Minecraft kann ich richtig gut irgendwelche Sachen bauen. Ne? Habe ich gar keine Probleme mit. Aber hier, das ist echt eine Herausforderung. Ne? da Sachen anständig zu bauen, das ist ja Wahnsinn. Das ist heftig. Deswegen, dass du das da so schon so schön hingekriegt hast. Ich verstehe, wie viel Arbeit da drin steckt. Ja, das Schlimme ist einfach, ich habe ja hier noch das Problem mit der Wände, mit den Felsen dazu, weißt du? Mhm. Weil warum dreht sich das denn? Die sich so ganz komisch aufbauen und dann hast du auf einmal riesen Lücken. Ja, genau das ist das, was ich meine. Jetzt habe ich hier verkacktes Loch, obwohl ich da überhaupt nichts mache. Verkacktes Loch, okay. Oder weißt du wenigstens, für was das Loch mal gut war? So, hier kann ich eigentlich Waffen reinpacken. Das ist gut. Und dann? Oh, das sieht doch jetzt schon ganz gut aus. Da oben das rein. Muss ich noch sehen, dann mache ich hinten wahrscheinlich die. Oh Mann, das sieht kacke aus. Mann! So. Aber hier eine flache. Ja, muss ja. Irgendwie anders. Und hinten machen wir dann Kisten. Geht ja auch nicht anders. Zack. Dann. Dann so. Genau so. Jo. Zack. Da können wir noch eine Waffe machen. Muss ich immer schauen, wie die Waffen, wie man da so Waffen dran setzen kann. So, ich denke mal, die Munition ist jetzt fertig. Hm. Ist er das? Ja. Das ist ja herzallerliebst. Dann kann ich ja jetzt jagen gehen. Jagen! Jagen! Lalalala. So. So. Na dann. Schubdüse. Auf in das Jagdgebiet. So, noch eine Richtungsdüse bauen. Und ein Passage. Onkel kräftig schießen. Ja. Wahnsinn. Ich find's bloß blöd, dass die Viecher hier stehen bleiben. Die müssen noch mal, ich hab die doch ausgenommen. Warum sind die denn noch da? Keine Ahnung. So, haben wir hier Waffen. Jagen gehen. Jagen gehen, wo keine Tiere sind. Das ist sehr gut. Ja, da. Ich habe eins gefunden. Eins. Ein einziges. Mhm. Nein, das ist auch noch eins, was flieht. Oh, in 30 Sekunden? Nee, doch. 30 Sekunden wird's dunkel, ne? Naja, also 30 Minuten im Spiel, sagen wir mal so. Oh, ich brauche Nahrung. Gleich, aber so sehr bald. Jungs, Düse nach hinten. Alter, was macht denn das Raumschiff? I don't know. Leidet sich einfach mal spontan, sich, keine Ahnung, auf Seite zu legen. Alter! Wo ist das Vieh hin? Da kommen dann die Waffen rein. Unten müssen wir wahrscheinlich auch nochmal Schubdüsen reinpacken, sonst kommt das nicht mehr vom Fleck. Oder kann ich eigentlich mal ausprobieren? Ich kann mich ja nicht ducken. Scheiße.
Alter, leck mich doch am Arsch. Okay, also es kommt noch auf den Fleck, aber nicht mehr so toll. Und jetzt... Hä? Das ist farbig? Oder bilde ich mir das nur ein gerade? Ah ne, das ist... Oh, wie war denn jetzt nochmal Helm aufsetzen? U, ne? Ja. H. Nee, bei mir ist U. War das nicht H? War so, dass das H wäre. So, mal gucken, was wir noch an... Du hast natürlich das letzte Fleisch auch genommen, dass ich mir nicht mal ein H... Manu! Oh, mal so selber nachladen oder so? Das wäre auch mal so ein Ding. Automatisch meinst du? Mhm. Wenn ich jetzt hinten auf jeden Fall den Konstruktor und das den Frachtcontainer drauf setze. Meines! Wie mache ich das denn am besten? So vielleicht. Hm. Was ist los? Munition. Okay. Packen wir eine Kiste hin. Dann kommt hier der Kühlschrank hin und der Konstruktor. Packen wir da drüber, würde ich sagen, oder so. Geht das? Ja, geht, sobald man hier einen. Ja, also sobald es dunkel wird, wird es hier wild an Tieren. Ja. So, Konstruktor auch dran. Ich bin tot. What? Oh, bin ich jetzt erschrocken. Ja, genau wieder bei zwei Pflanzen gestorben. Okay. Waren die wieder so hart? Alter! Wow! Warum hat sich denn mein Raumschiff spontan überlegt zu hüpfen? Wahnsinn. Also die Gravitation auf diesem Planeten ist echt erstaunlich. Noch durchgucken. Alter! Weg hier! M, L-U! So, jetzt bin ich mal schnell unter Wasser. M, L-U. Okay. Das Alter, ich bin doch unter Wasser, warum kommt denn das Vieh mir nach? Das auch ein Wassertrinker ist. Oder es ist ein Wasserlebewesen. Das ist richtig. Ein Wassertrinker. Achso, es ist tot. Ach nee, ich muss mal kurz zurückkommen. Ach Mann. Ah, so ganz gefällt mir das hier nicht mit dem Garn. Passt schon irgendwie. Wow. Okay. Ich habe eine offene Wunde und habe ein Medikit. Brauche ein Medikit. Ich bin schon wieder. Du brauchst ein Medikit. Bist du schon wieder tot? Ich bin schon wieder an unserem Gebäude vorbeigelaufen. Das, irgendwie ist das bei mir eine Krankheit. Okay. Oh, ich bin schon wieder tot. So, hier mache ich auf jeden Fall eine Schubdüse nach unten. Mache ich das da wieder ab. Ja, komm. Ah! Ich rutsche da runter. Hast du jetzt Fleisch mitgebracht? Gleich ich verhungere mich langsam. Ich muss erstmal wieder leben. Leben? Wo ist mein Koffer? Mein Koffer, deine 7 Sachen. Alter, ich sehe gerade gar nichts mehr. Das ist mega dunkel. Der leuchtet nicht mehr, das ist ja doof. Was? Warum das? Ja, frag mich mal. War doch so ein Erkennungsmarkenzeichen. Marken. Marco Polo. Marco Polo. Boah, wie weit ich weggelaufen bin, das gibt's doch gar nicht. Ach, den Kühlschrank habe ich schon im Inventar, okay. Ah, wozu laufe ich denn zur Basis? Genau, ich wollte nämlich jetzt nochmal gucken, dass ich nochmal ein paar Schubdüsen baue. Und zwar für unten und für oben. Ah, jetzt habe ich keine Materialien mehr.
wieder. Guten Tag. Bräuchte. Guten Tag. Na, hier war O2, da musste ich drücken, ne? Meine Güte. Bist du so verliebt in mich, dass dein Herz so rocht? Träumst du oder was? Was? Träumst du oder was? Ja. Von nackten Einhörnern. Was? Oh Gott. Na, das sagt ja alles. So. So, Kühlschrank muss ich da noch reinpacken. Brauche ich da noch irgendwas rein? Da kann ich dann. Das ist eigentlich gar nicht mal schon eine schlechte Idee, dass man da hinten nochmal Kiste drauf stellt. Drauf. Ja. Dann machen wir mal den Kühlschrank. Wo ist er? Da. Was zum Ampfen mitnehmen kann. Das verfällt nicht mehr, ne. Zack. Passt da ja nicht rein. Achso, das brauchen wir ja trotzdem hier drin. Was mache ich denn noch? Gucken. Ist da was richtig viel rein? Machen wir noch einen Kühlschrank. So. Hinten, was kann ich da setzen? Da können wir theoretisch Triebwerke noch setzen. Mache ich jetzt aber noch nicht, deswegen wird das erstmal zu. Optional. So. Oh, gibt es hier mehr? Kaum was. Was ist mehr? Also es gibt Gesundheitswert, geben die gleich, Nahrungswert 100, 100, Verfallszeit. Hamm ist ein bisschen bisschen besser als das andere. Ja, sollte man uns vielleicht mal merken. Mhm. Den Hamm? Keine Ahnung, kannst du hier bauen. Kannst du hier verkochen. Okay. Ich glaube, hinten baue ich auch nochmal irgendwie. Du hast von Anfang wieder was drin im Kühlschrank. Okay. Super. Kommt aber noch mehr. Ach, Wachstum. Also heißt das, es ist ein Dingsbums, ein Samen. Und das ist doch auch ein Samen. Ja. Und Samen kommen bestimmt nicht hier hin. Die werden dann eingesamt. Ja, das hört sich falsch an. Verstehe ich nicht, warum. Was soll daran falsch verstanden werden? Ich hab grad Kopfkino, passt schon. Achso. Oh fuck, ich brauche jetzt unbedingt was zu essen. Ja, ist im Kühlschrank. Weil mein Typ schmerzt. Du stirbst langsam mangels Nahrung. Dein Typ schmerzt. Ja. Mhm. Kopf. So, dann gehe ich mal noch ein bisschen jagen. Ich glaube, du frisst jetzt sowieso alles weg. Was ja dein Recht ist. Brauche jetzt halt erstmal 4 Stück, um überhaupt zu überleben. Ach nö, jetzt habe ich wieder diesen scheiß Bug. Was denn? Wenn ich jetzt hier so da die Treppen hochgehe und sowas, dann habe ich hier einen Felsen stehen, da wo normalerweise meine Plattform ist. Okay. Das ist nicht gut. Ja, da kann ich hier auch schlecht weiterbauen, unsere Landebahn. Müsste man höchstens dann mal im nächsten Part vielleicht mal das Spiel kurz neu starten. Ja, also klar, können wir machen dann. Ist ja gleich soweit. Ich muss gerade mal schauen wegen noch hier Treibstoffdinger, aber da reicht das eine erstmal. Einen Kühlschrank wollte ich noch bauen, genau. Noch ein Kühlschrank. Das ist eine gute Idee. Dank. Ich will nicht immer so weit weggehen von zu Hause, um zu jagen. Das ist doch doof. Muss ich aber. Muss ich ja. Genau. Was muss das Mod? Denn auch ein Scheinwerfer. Cool, die kann ich eigentlich auch noch bauen. So, und wie kann ich dann eine Sauerstoffzelle bauen? Es gab doch mal die Möglichkeit, Sauerstoff an einem Raumschiff aufzuladen. Warum geht das nicht mehr? Ach doch, man kann so eine. Ah, okay, man kann hier auch eine Sauerstoffstation bauen. Gut, brauchen wir jetzt hier auf dem Planeten erstmal nicht. Für später. Und hier haben wir einen Generator. Wofür ist der denn? Blue Tank. Ach, der sieht ein bisschen.
Scheingenerator. Der Unterschied. Muss. Mit mehr Strom. Und das hier ist ein Zwischending, oder? Ja, Gener- Achso, Generator, ne, passt schon. Ja. Ach, okay, der ist für das Raumschiff. Seit wann braucht der denn. Seit wann brauchen denn Raumschiffe Generatoren? Hm. Komisch. Interessant. Ja gut, egal. Dann würde ich mal sagen, können wir hier erstmal eine Pause machen. Wo bist du? Ich bin hier draußen, Jack. Achso. Ja, ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen Cut machen. Dann kannst du nämlich dann auch dein Problem da lösen und dann weitermachen. Richtig, aber ich bin jetzt gerade wieder außerhalb des Gebäudes, aber ich spawne hier sowieso wieder hier. Ja, du musst aber noch, ja, okay, dann würde ich sagen, war ich dran? Ja, ich war dran. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und ja, wie gesagt, schaut auch mal bei Gabax vorbei, alles in der Videobeschreibung, Kanalbeschreibung, nee, Quatsch, doch in der Videobeschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Jo, ciao.